Moin, Servus und Hallo. Wir sind hier in Amsterdam. Also wir sind ich und der Mann mit der Pommes. Herr, was steht da? Herr Tierfries? Ne, Herr Tierfried? Fritz? Empfehlung geht raus, 9 von 10. Und ja, das ist jetzt wieder so ein wie so eine Art Städte-Vlog oder so. Wir sind unterwegs, wir gucken uns ein bisschen Amsterdam an und werden unser Unwesen treiben in der Stadt des roten Lichts und grünen Krauts. Ey, ich meine, hier ist alles auf Fahrrad ausgelegt, ne? Das ist genau die hat das Team, genau die hat der Fable. Hast du die hier gekauft? Nee, aber die gibt's hier überall. Brownies AK-47. Mal gucken, wo das. Hier irgendwo auf der Straße muss das sein. Hier ist das. Hier ist es. Fanta, die alle gibt es auch hier. Mogu. Hier sind Stückchen drin, siehst du das? Strawberry Cream Wild. Das werde ich ja mal probieren. Calypso. Ich glaube, ich fast alle, bis auf die unteren oder so. Ja, die sind interessant. Hast du das mal probiert? Nee, wie teuer sind die? Das sind bestimmt 5 Euro oder so. Guck mal, riesen blaue Tagestüte. Die hat mein Cousin weggetrunken. Der sagt, boah, ist das denn Voltage? Ich habe schon nicht gesehen. Oh, oder hier Code Red, guck mal. So, das ist ein alter Prosciutto Cotto. Ne, Prosciutto Crudo. Ne, der schmeckt gar nicht. Oh, Prosciutto Cotto. Prosciutto Crudo schmeckt nicht. Was ist denn das? Schinken. Ja, ich weiß, aber was heißt das? Ey. Oh, die will ich mal probieren. Habe ich zu Hause die ganze Zeit schon eine stehen, will eigentlich ein Video darüber machen, aber ich traue mich die ganze Zeit nicht, weil ich denke, das schmeckt wie widerlicher Tee. Finde ich so geil an Dings, diese kleinen Salamis und so. Das ist richtig geil. Das schmeckt doch richtig. Echt, aber ja. Die sind sogar geschnitten, ne? Ja. Crazy. Wollen wir gleich was holen oder jetzt noch nicht? was für ein Satz? Ich habe Mogu. Passionsfrucht, scheiße. Ich habe das hier. Aloe Vero. Geht rein. Auf unserer Amsterdam-Reise haben wir im schlechtesten Hotel der Stadt übernachtet. Wenn ihr das sehen wollt, dann solltet ihr das andere Video auf meinem Kanal dazu schauen. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Amsterdam. Guck mal, den blauen Monster da. Hey, oder guck mal, hast du das hier schon mal gesehen? So eine kleine Flasche? Nö. Monster Extra Strength? Das sind Koffeinshots. Oh, Junge, Lukas, aber mit C. Oh, ey, sollen wir so eine Pfannhäuten-Gurke holen? Nee, Idee, ja, bloß nicht. Guck mal, das sind einfach Cannabis-Lollis. Aber die kosten 3 Euro. Sind die 15 Euro? Vor allem die. Das ist eine koreanische Bat oder sowas oder thailändische. Ja, guck mal. One Piece ist geil. Boah, ja, mit One Piece hier dran. Rocky, guck mal, Rocky. Hey, aber sind davon irgendwelche besonders? Das ist einfach die Minecraft-Edition.
Alter, guck dir mal die ganzen Tauben an. Tauben. Hier ist der Pro-Palästina-Teil der Demo. Da hinten ist der Pro-Israel-Teil der Demo. Und oben drüber ganz viel Seifenblasen. Hast du gesagt? Ja, ja. Ist richtig teuer, glaube ich, 30 Euro, Mann, am Tusaut. Review Rockstar Refresh Tropical Guava. Schmeckt okay. Ist alles sehr coole Häuserfronten. Guck mal, da oben eine Schwulflagge. Geil. Guck mal, zwei Klappos. ein Experiment. Wer ist dieser Mann? Von Google ist das. Dr. FFM. Wirklich so, nee, der sieht aus so ein bisschen wie dieser Horst Licht. Genau, der Baris Ferraris-Mann. Ja, dieser Rentner, der da diese Sachen verkauft. Krass, dass die solche ZDF-Fans sind in Amsterdam. Ja, ich auch krass. Ist einfach so fein hier. Eigentlich müssten wir wirklich einen mal holen aus Holland. Ja, der große Döner-Vergleich, ne? Holländische Döner versus Don Kebab oder sowas. Don Kebab? Das mal an. Das ist einfach ein ganzes Geschäft nur mit stinkigen Gummienten. Boah, Junge, big enterisch. Crazy. Kennst du einen, der Enten sammelt? Der steht neben dir. Okay, schenk dir den goldenen. Also ich möchte eigentlich am liebsten alle haben, aber. Ey, guck mal, der Spywalk und der kommt böse. Boah, wow, das ist Spyro-Ente. Genial. Ah, Mann, der ist ja noch geil. Das war so klar, dass wir das ein bisschen Sachen. Alter, was ist denn mit diesem Dosenhaus? Richtig große Dosenwand. Der sogenannte Riesenschuh. Mit ganz vielen Schuhen drin. Ein existenzielles Bild. Er will von diesem Schuh einen öligen. Hallo. So, jetzt sind wir an einem der beliebtesten Selfie-Spots, würde ich mal sagen. Dem zu entnehmen, wie viele Leute hier stehen und Selfies machen. Das ist diese Häuserfront hier. Die hat sicherlich auch einen Namen, aber auf den komme ich natürlich nicht. Hier unten docken irgendwelche Schiffe jetzt an. Die sind leider nicht auf meiner Motion Labs drauf, die ich gerade aufgenommen habe und diesen Platz hier 10 Minuten belagert habe. Die sind schon heftiger. Guck mal, hier ist keine Israel-Frage. Ja. Ich bin Palästina geworden. Ich wollte gerade sagen, Israel wurde endgültig vertrieben und beendet. Was nimmst du mit so drauf? Aber hat was. Natürlich endete unser Abend hier noch nicht. Wir sind noch in einem der bekannten Amsterdamer Coffeeshops eingekehrt und danach natürlich noch so ein bisschen durchs Rotlicht gestreift. Das ist eine äußerst interessante Erfahrung. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum ich davon jetzt hier keine vernünftigen Aufnahmen zeige, weil ich keine gemacht habe.
irgendwie ist das auch ein bisschen tragisch, denn vor allem in diesen ganzen, ja, Rotlichtstraßen, sage ich mal, spiegelt sich im Wasser der Grachten richtig schön dieses rote Licht und ich glaube, da hätte ich ein paar richtig coole Aufnahmen machen können. Allerdings hole ich da jetzt nun wirklich nicht meine Kamera raus und stelle mich für mehrere Minuten irgendwo hin, um was zu filmen. Doch für mich auf jeden Fall an und für sich eine sehr interessante Erfahrung und ja, vor allem auch eine, die empfehlenswert ist. Nachts in Amsterdam. Wir sind hier an einer wunderschönen Stelle. Werft ein Auge. Genial. Und wir filmen bei fremden Leuten in die Wohnungen rein. Wir wurden gerade zweimal quasi nacheinander von einem eigentlich sehr freundlich wirkenden Drogendealer angesprochen. Junge. Und der sagte ganz nett und freundlich zu uns: Coca, Cocaina. Wir haben natürlich gekauft. Das war das sogenannte Amsti. Ich weiß, ich habe jetzt hier in dem Video nicht so super viel Interessantes gezeigt. Wir waren auch nicht so super lange in Amsterdam, es war eher so ein Kurztrip. Ich verlinke euch hier aber nochmal das Hotelvideo. Wir sind nämlich im schlechtesten Hotel von Amsterdam gewesen. Ob es wirklich das schlechteste Hotel ist, das könnt ihr im anderen Video sehen. Und das war's von mir.